Narzissten beobachten dich immer und stetig, egal ob du mit ihnen zusammen oder von ihnen getrennt bist. Warum ist das so, magst du dich jetzt vielleicht fragen. Warum machen Narzissten das? Warum müssen die einen immer und stetig beobachten? Erste Ausgangslage, du bist mit dem Narzissten noch zusammen oder in Interaktion, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz. Beantworte dir dafür erstmal folgende Frage. Warum ist der Narzisst zum Beispiel mit dir zusammen? Jetzt kommt womöglich von dir, ja klar, der ist wegen mir zusammen, weil ich so eine super, klasse, tolle Persönlichkeit habe. Und oder, weil er mich liebt. Wenn du jetzt schon ein bisschen vertiefter in der Materie Narzissmus drinne bist, dann wirst du eine andere Antwort geben. Dann wirst du sagen, der Narzisst ist mit mir zusammen, weil ich ihm nützlich bin. Und wenn du dich dann schon durch meine Beiträge durchgeklickt hast, dann wirst du auch noch etwas spezifizierter mit der Antwort werden. Dann wirst du sagen, der Narzisst ist mit mir zusammen, weil ich ihm mindestens 2 der 4 S's liefern kann. Und ja, du hast dann auch schon gelernt, dass diese 4 S's, Supply, also die Zufuhr, Sex, Services und Safety, die Sicherheit sind. Du weißt dann auch schon, dass der Narzisst dich braucht, deine Zufuhr, damit du ihm bestätigst, dass dein grandioses, omnipotentes, falsches Ich real ist. Der Narzisst hat einen external locus of control. Heißt, der Narzisst hat die Verantwortung für sein eigenes Fühlen, Denken und Handeln nach außen hin abgegeben. Du bist dafür verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, wie sich der Narzisst fühlt, wie sich der Narzisst sieht, wie der Narzisst agiert. So wie ein Baby von seiner Mama abhängig ist. Was meinst du, wie sich der Narzisst in dieser doch sehr abhängigen Position fühlt? Genau, hilflos, machtlos und abhängig von dir. Das passt natürlich gar nicht in dieses grandiose Selbstbild, was der Narzisst von sich selbst hat, respektive nach außen hin präsentiert. Und weiterhin geht der Narzisst davon aus, dass man ihm eh nichts Gutes möchte. Also, dass du ihm dann doch irgendwann mal abspringst und nicht mehr deine Funktionalitäten übernimmst, insbesondere nicht die Bestätigung seines falschen Ichs. Der Narzisst ist also in ständiger Sorge, dass du ihm irgendwann mal abspringst. Und das bedingt, dass er in ständig erhöhter Wachsamkeit ist, die sogenannte Hypervigilanz. Und manche Narzissten sind dann noch paranoid dazu. Die halten sich für so wichtig, dass die CIA hinter denen her sein könnte. Der Narzisst hat unbedingt Sorge dafür zu tragen, dass du ihm erhalten bleibst im Rahmen deiner Funktionalitäten. Und dafür Sorge tragen heißt übersetzt, gleich Kontrolle über dich zu haben. Heißt, dass der Narzisst weiterhin der Puppet Master bleibt, der oben steht und du unten stehst, als sein sogenanntes Nutzvieh. Und da er davon ausgeht, dass du deine Nutzvieh-Funktionalität nicht freiwillig erfüllst, es womöglich auch noch ein paar andere gibt, die von dir, von deinen Qualitäten profitieren wollen, muss er dir und anderen immer ein paar, am besten 100 Schritte voraus sein. Und deswegen beobachtet er dich und nicht nur dich, sein gesamtes Umfeld. Er scannt 24/7, 365 Tage im Jahr ab, um sicherzustellen, dass er dir und anderen Meilen voraus ist. Und um so sicherzustellen, dass du ihm weiterhin als maximale Nutzviehquelle zur Verfügung stehst. Wenn der Narzisst besser als du abschätzen kannst, wie es dir gerade geht, was gerade in dir abgeht, welche äußeren Einflüsse auf dich einwirken, umso besser kann dich der Narzisst entsprechend manipulieren und so kontrollieren. Zweite Ausgangslage, du bist mit dem Narzissten nicht mehr zusammen oder nicht mehr am gleichen Arbeitsplatz. Warum muss sich der Narzisst nun weiter beobachten? Warum kann er dich einfach nicht loslassen? Auch hier bitte ich dich, dir die Frage zu beantworten, was bist du für den Narzissten, auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid? Genau, du bist sein Besitz. Du bist und bleibst für ewig in seinem Besitztum. Du bist fester Bestandteil seiner Puppensammlung und du hast Regalfach XY, in das sich der Narzisst reingestellt hat, nachdem ihr euch getrennt hat, wer auch immer von wem. Vergiss nicht, du bist der verlängerte Arm vom Narzissten. Er hat dich internalisiert, er hat einen Snapshot von dir gemacht, er hat dich gefotoshoppt, idealisiert.
Er hat in seinen Augen viel in dich rein investiert. Da kann es doch nicht sein, dass du dich jetzt einfach so von dannen machst. Er könnte dich doch zukünftig wieder brauchen. Oder du könntest dich wieder irgendwie dahin entwickeln, dass er dich wieder idealisiert und du dann wieder mit vollster Kraft als Lieferant für die 4 S's zur Verfügung stehst. Warum soll der Narzisst dann noch wieder irgendwie Energie rein investieren, um neue Zufuhrquellen zu rekrutieren, wenn er das doch alles viel einfacher haben kann? Zu einem bestehenden Regal zu gehen und die entsprechende Puppe rauszuholen, die gerade für Situation XY bräuchlich ist. Und wenn du das Thema Regalfachmanagement auch so spannend findest, dann abonniere meinen Kanal, damit du den zukünftigen Beitrag über dieses Thema nicht verpasst. Hier oben rechts verlinke ich dich schon einmal zu dem Shorts zu diesem Thema. Du stehst also nach der Trennung von dem Narzissten im Regalfach XY. Du bist erstmal ausrangiert, aufs Abstellgleis gestellt. Das heißt jedoch nicht, dass sich der Narzisst aus den Augen verliert. Nein, auch wenn du auf dem Abstellgleis in Fach XY stehst, du wirst beobachtet. Der Narzisst will dich weiterhin maximal unter Kontrolle haben. Und er kann dich nicht loslassen, weil das Introject, was er von dir im Kopf hat, das kriegt er nicht raus aus seinem Kopf. Die psychologischen Dynamiken innerhalb des Narzissten verunmöglichen es ihm, sich von dir, von seinem Introject von dir zu trennen. Er kann dich zwar extern discarden, also wegschießen, ab in den Müll, aber er scheitert daran, dein Introject loszuwerden. Er hat sozusagen einen Zwang, dich in das Regalfach reinzustellen und weiter mit dir zu interagieren. Und was Interaktion mit einem Narzissten bedeutet, das weißt du, denke ich, in der Zwischenzeit auch. Interaktion für den Narzissten ist Manipulation zur Befriedigung seines Kontrollbedürfnisses. Auch wenn der Narzisst eine Next, eine neue hat und zu 200% erstmal beschäftigt ist, diese zu lovebomben. Er wird weiterhin sein Regal abscannen und auch bei deinem Regalfach vorbeikommen, um für sich sicherzustellen, dass er dich irgendwie noch maximal unter Kontrolle hat. Das Introject, das internalisierte Bild, was er von dir hat, ist statisch, weil Veränderung hat man nicht unter Kontrolle, auch nicht der Narzisst. Deswegen fängt der Narzisst ja auch wieder dort an, wo ihr miteinander aufgehört habt, wenn er dich zurückhuvert, auch wenn da Jahre zwischen sind und du dich in der Zwischenzeit komplett verändert haben solltest. Der Narzisst geht davon aus, dass du eine statische Puppe bist und doch bitte nach Jahren weiterhin so bist wie vor Jahren. Und wenn der Narzisst mit dir noch eine Rechnung offen hat, dann erhältst du in seinem Regal einen Regalplatz, wo er dich ganz genau unter dem Radar hat. Dann hat er mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. Dann wirst du ausgespäht. Und diese Drecksarbeit, die macht natürlich der Narzisst nicht selber, sondern die lässt er seine Wasserträger, seine Flying Monkeys, seine fliegenden Affen machen. Das gleiche trifft zu, wenn du mit dem Narzissten gemeinsame Kinder oder gemeinsames Business hast. Du wirst weiterhin ausgespäht. Wenn du den Narzissten verlassen hast und er noch keine Next am Start gehabt hatte, dann läuft er energietechnisch auf Grundeis. Dann kann es zum narzisstischen Kollaps kommen. Also der Narzisst hat nicht genügend Zufuhr und sein falsches Ich fängt langsam an, sich aufzulösen. Wenn der Narzisst dich nun als Hauptwirten verloren hat und auch nicht ausreichend Sekundärwirte, zum Beispiel eigene Kinder oder Freunde am Start hat, dann kämpft der Narzisst ums pure Überleben. Und manche, gerade verdeckte Narzissten, entwickeln sich dann zu Stalkern. Und das bedeutet für dich intensiv Radarüberwachung. Und wer schon einmal Stalking-Opfer war, der weiß, was sich dahinter verbirgt. Ein Narzisst, der zufuhrtechnisch auf Grundeis läuft, also narzisstisch kollabiert, kann viel gefährlicher für dich werden als ein Narzisst, der dekompensiert. Du dekompensierst einen Narzissten, wenn du ihn unerwartet vor für ihn relevanten Personen, also öffentlich, narzisstisch kränkst. Die Funktionalität seines falschen Ichs wird dadurch von einer Minute auf die andere auf Eis gelegt. Und er muss seinem inneren, traumatisierten Kind direkt in die Augen schauen. Das ist ein Zustand, wo auch Narzissten suizidal werden können. Es braucht dann seine Zeit, bis sich der Narzisst wieder aufrappelt, sozusagen einen funktionalen Reset durchführt. Ein System-Reset, wo er sein falsches Ich und seine Masken wieder sortieren muss.
so ein dekompensierter Narzisst ist erstmal mit sich selbst beschäftigt. Und wenn er sich dann wieder aufgerappelt hat, dann versucht er dich zu meiden wie die Pest. Ein kollabierter Narzisst hingegen, der zufuhrtechnisch auf Grundeis gelaufen ist, der kann auch langfristig sehr, sehr gefährlich für dich werden. Das sind dann die Personen, die dich Wochen, Monate oder auch Jahre lang stalken. Was kannst du nun daraus lernen, mitnehmen aus diesem Beitrag? Erstens, der Narzisst beobachtet dich immer, 24/7, 365 Tage im Jahr. Und das auch, wenn ihr nicht mehr zusammen seid. Er beobachtet dich, um auch weiter vollständige Kontrolle über dich zu haben. Zweitens, du bist und bleibst sein Besitz. Du bist fester Bestandteil seiner Puppensammlung, seines Regalfachmanagements, auch wenn ihr lange schon nicht mehr zusammen seid. Drittens, ein Narzisst kann so richtig gefährlich für dich werden, wenn er zufuhrtechnisch auf Grundeis läuft. Dann können sich insbesondere verdeckte Narzissten zu sehr persistierenden Stalkern entwickeln. Du bist stark, du schaffst das, glaub an dich.